Hi Leute, Dennis hier von Spur Deutschland. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure geflochtene Hauptschnur mit eurem Stahlvorfach verbinden könnt. Viel Spaß beim Zuschauen! Wann kommt ein solches Stahlvorfach zum Einsatz? Natürlich immer dann, wenn mit Hechten zu rechnen ist, sowohl beim Spinnfischen als auch beim Angeln mit toten Köderfisch zum Beispiel. Welchen Knoten verwende ich dafür? Ich benutze immer den sogenannten Palomar-Knoten und dieser ist ganz einfach. Ich habe mir jetzt hier ein Stahlvorfach aus der Verpackung genommen. Das Ganze ist jetzt hier ein 1x19 Stahlvorfach. Könnte auch ein selbstgebautes sein. Wie das geht, zeige ich euch in einem anderen Video. Ich habe jetzt hier meinen Einhänger vorne für meinen Köder und hier hinten den Tönchenwirbel für die Verbindung zur Hauptschnur. Im ersten Schritt nehme ich jetzt hier die Hauptschnur und bilde mit der Hauptschnur eine Schlaufe. Ganz einfach eine Schlaufe. Und diese Schlaufe fädle ich gleich durch dieses Öhr des Tönchenwirbels. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist die Schlaufe. Ich gehe einmal hier durch. Schön großzügig Schnur lassen hinten, da habe ich mehr Platz zum Knoten. Und jetzt ist es eigentlich wirklich ganz unkompliziert. Ich nehme diese Schlaufe hier, gehe zurück, einmal hinten rum und habe jetzt hier eine neue Schlaufe. Und jetzt gehe ich mit dem Endstück hier, mit der Schlaufe, durch die neue Schlaufe und ziehe das Ganze einmal fest. Das Ganze sollte man natürlich vielleicht vorher noch ein bisschen anfeuchten. Jetzt ist der Knoten noch nicht fertig, denn jetzt habe ich hier eine große Schlaufe. Und wofür die gut ist, das zeige ich euch jetzt. Denn ich nehme das andere Ende hier meines Stahlvorfachs und gehe durch diese Schlaufe von unten oder von oben, das ist egal, zurück. Und erst jetzt ziehe ich den Knoten wirklich zu, auch einmal anfeuchten und zuziehen. Zugtest machen, da verrutscht gar nichts, der ist bombensicher. Das überstehende Ende abschneiden hier. Nicht zu knapp. Und fertig ist der Palomar-Knoten und die Verbindung zu meinem Stahlvorfach. Ihr habt gesehen, der Palomar-Knoten ist ziemlich einfach zu binden und das Beste an dem Knoten ist, er hat eine ziemlich hohe Tragkraft. Übt ihn zu Hause, wer ihn beherrscht, hat schon mal eine Grundlage für weitere Angelarten, wie zum Beispiel fürs Dropshotten. Nehmt euch alte Schnüre, probiert es zu Hause aus. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da, bei Fragen, Wünschen und Anregungen schreibt es in die Kommentare. Euch am Wasser viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Ciao.